Und willkommen zurück zu Paper Mario Sega Star. Und ja, im letzten Part hatten wir schon einen phänomenalen Bosskampf angefangen gegen den Glitzergigant Goomba. Und ach du Schande, er hat einen der Royal-Sticker von Kirsty, der kleinen silbernen Krone. Und der ist verdammt stark. Ich meine, der hat 90 Lebenspunkte und ja, wir haben schon bald überhaupt gar keinen Sticker mehr und wir machen auch kaum Schaden. Und ja, während der kleinen Pause zwischen dem letzten Part und diesem Part habe ich mir schon gedacht, ohne die Dingsticker, also wie zum Beispiel die Schere oder den Ventilator oder sonstiges, werden wir es hier verdammt schwer haben. Und ich sehe uns eigentlich schon tot, aber wir wollen es ja dennoch weiterhin versuchen. Einige Sticker haben wir noch und die Hälfte haben wir fast schon abgezogen. Vielleicht gibt es ja sogar noch einen. Wir wollen erstmal unser Stickerrad hier wieder drehen. Und ja, ich finde die Bosskampfmusik hier auch mega episch und endlich wird es auch etwas anspruchsvoller, das Spiel. Ich heul ja eh immer rum, dass die Spiele irgendwie viel zu leicht werden, aber ja, wie gesagt, mit den besseren Stickern wäre es wahrscheinlich auch leicht. Ja, soll ich uns jetzt heilen oder soll ich es riskieren und lieber nochmal angreifen? Ich würde sagen, wir benutzen unseren Glitzer-Powerblock, weil dann kann er uns auch nicht angreifen. Das ist die sicherste Variante. Yay! Und flutsch, flutsch! Exzellent! Und nur 2 Schadenspunkte. Aber er ist zerknittert und wir gewinnen an Zeit. Gut, nochmal unser Stickerrad drehen. Und ab dafür und... Ach, ach, leck mich doch am Popo! So, unseren Color-Sprung möchte ich aber ungern nutzen. Und ich würde behaupten, in dieser Runde ziehen wir uns einfach mal den Pickelhelm auf. Ja. So, soll er mal machen. Und... Flutsch! Geblockt! Yay! Und er ist wieder in seiner Spitzenform. Da dürfen wir jetzt nicht auf ihn draufspringen. Zumindest nicht mit normalen Sprüngen. So, wieder unser Stickerrad. Ja, immerhin 2. Gut, ich will nicht allzu viel riskieren und ich weiß, dass wir jetzt 3 Lebenspunkte insgesamt verlieren. Aber ich werde uns erstmal heilen und dann mit einem Auerhammer hinterher. Ja, oder? Aua, aua, Auerhammer. Nee, Moment, ich gehe die ganze Sache ganz anders an. Ich mache erst den Hauerhammer und dann ziehen wir uns nochmal einen Pickelhelm auf. Yay! Und ab dafür! Flutsch! Boah, der geht nicht mal fliegen, so dick ist der. Alter! So, wir sind erstmal geschützt, warten seine Rolle ab, blocken sie, kriegen aber Schadenspunkte. Ach, weil er nicht gesprungen ist. Ah nein, die Schweinebacke. So, wir drehen unser Stickerrad erneut. Flutsch! Flutsch und... Nein! Ja gut, jetzt nutzen wir auf jeden Fall einen Pilz und warten dann in dieser Runde ab. Ein Pilz genutzt und wir werden geheilt. So, was macht er jetzt? Ah, jetzt kommt dieser Angriff wieder. Gut, geblockt, geblockt. Aua, aua, aua. Scheiße. Ah, da, 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 da. So, unser Stickerrad mal wieder drehen. Und ab dafür und ab dafür. Oh nein! So, was haben wir denn noch an Stickern? Ich bin ein wenig eine Petroleum. Oh, der Hüpfpushen. Ja, den werden wir benutzen. Der ist gut. Und flutsch, 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 flutsch und zack und flutsch und voll auf die Glocke. Ja, hätten wir noch ein paar Hüpfpushen-Sticker, hätten wir auf jeden Fall, aua, noch was reißen können. Weil, ja, die machen einfach viel Schaden, weil sie einfach oft treffen. So, nochmal unser Stickerrad drehen. Und zack. Ja. Nein. Nein. Aber immerhin 2, besser als gar nicht. Und dann würde ich behaupten, ein normaler Sprung, den können wir jetzt gerade gut nutzen. Und dann nochmal einen Eisensprung hinterher. Und ab dafür. Ja, so will ich das sehen und nicht anders. Flutsch, flutsch. Ja, und immer her damit. Gut. Viel hat er nicht mehr. Es sieht gut und machbar gerade aus. Wir sollten uns sicherheitshalber gleich auf jeden Fall heilen. Erst wieder spitz. Und jetzt? Nein, komm schon. Nein! Ich hoffe, er wird nicht einen allzu starken Angriff... Oh, soll ich es riskieren? Ich meine, wir haben ja immerhin noch 2 ganze Heilungen. Ja, komm, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Zack, und heilen uns erstmal in dieser Runde wieder.
Flutsch! Wunderbar. Und jetzt heißt es nur noch gut blocken seinen Angriff. Ja, das ist doch immerhin gut. Und jetzt hoffen wir, dass wir ihm den Rest geben können. Er ist schon ziemlich geknickt, wie man sieht. Wir drehen unser Stickerrad erneut. Hoffen, dass wir zwei Sticker benutzen können. Komm schon, bitte. Ja! Und dann heißt es jetzt Endspurt. Wir werden ihn hoffentlich fertig machen. Haben wir hier noch... Ja, zwei Eisensprünge nutzen wir. Ja. Und ab dafür. Voll auf die Glocke. Flutsch, flutsch, flutsch. Und noch ein zweites Mal hinterher. Und dann hat er nicht mehr viel Lebensenergie. Und ich hoffe, er hat nicht noch ein Ass im Ärmel. Weil der Gegner war stark genug bisher schon. Flutsch und flutsch. Ey, nein. Aua, aua. Hilfe. Gut, nochmal unser Stickerrad drehen. Wer weiß, vielleicht haben wir diesmal Glück auf drei richtige. Hatten wir im Kampf ja noch gar nicht. Ja, toll. Ja, toll. Oh komm, das war doch fast. Das war wenigstens zweimal ein Pilz. Oh. Ein Glitzerhammer. Ja, komm. Einfach drauf damit. Ja, wollen wir nutzen. Und flutsch. Immerhin drei. Gut. Nein. Scheiße, geblockt habe ich gerade. Aber Endspurt, Leute. Es sieht gut aus. Und ja, sogar nochmal doppelte Chance, irgendetwas zu machen. Und da ich lieber auf Nummer sicher gehe, heilen wir uns einmal und setzen dann wieder einen Sprung ein. Also einmal heilen und hier, nee, das alles nicht. Der Sprung macht doch noch am meisten Schaden. Also wieder Heilung und dann der Eisensprung. Komm, mach ihn. Perfekt. Wunderbar. Genau so will ich das sehen. Und drei Lebenspunkte hat er nur noch. Sieht, aua, sehr machbar aus. Wir drehen das letzte Mal wahrscheinlich das Stickerrad. Und nutzen dann alles, was wir haben. Oder einsetzen können. Komm schon. So, jetzt mal hier. Nein! Ja! So, damit sollte der Gegner Geschichte sein, denn ich werde jetzt einfach eine Eisblume benutzen und eine Feuerblume. Und hoffen wir, dass wir dem Gegner damit den Garaus machen. Flutsch! Ein Lebenspunkt hat er nur noch. Und das ist sein Ende. Yay! Was ein Kampf. Giga Lockstar, das war nicht nett. Komm schon, Jungs, poliert euch gefälligst etwas auf. Bitte was? Kommt, meine mega glimmernden Glitzerglänzer, vereint euch noch einmal zu einem mega Glimmer, Flimmer, Glitzersticker! Nein, also, große Megastrahle, Gumba, ich glaube, ich wäre lieber wieder ein ganz normaler Gumba wie vorher, wenn es dir nichts ausmacht. Ich auch, ehrlich gesagt, die Kraft dieses Stickers verändert ein Gumba nicht nur den Körper, auch den Geist. So haben wir nicht geplant. So was von unglitzern, unstrahlen und ganz allgemein uncool. Dann verzieht euch doch, ihr jämmerlichen Jammerlappen. Wenn das so ist, dann na gut, dann überstrahle ich euch halt ganz allein. Oh, er lebt noch. Aber mit nur einem Lebenspunkt. Gut, der kleine eiserne Kämpfer. Ach komm, ich will jetzt einfach mal... Drei gleiche wollte ich eigentlich haben. Ach Mann. Egal. Dann, ja, wie sollen wir ihn denn besiegen? Mit einem ganz normalen Hammer würde ich behaupten. Ich hoffe, er hat nicht noch irgendwas im Petto. Und wir sagen, be right. Ja, wir sind bereit. Und flutsch. Ciao. Oh, was ein Kampf. Hey, du hast gewonnen, aber dabei hast du nicht ganz schön... Dabei hast du echt... ganz schön viele Sticker verbraucht. Meinst du nicht, dass du einen effektiveren Sticker gehabt hättest, den du stattdessen hättest einsetzen können? Ja, hab ich doch auch schon gesagt, aber hatten wir nicht dabei, Kersti. Egal, du hast ja trotzdem gewonnen. Für dieses Mal ist alles gut gegangen, aber nächstes Mal sollten wir vielleicht eine andere Strategie ausprobieren. Ba-ba-da-bum. Yay! So, wo ist jetzt der Sticker-Komet? Ah ne, Royal-Sticker, den wollen wir. Glor, all die wunderbare Glitzerkraft, das war am Ende nur ein klebriger Traum. Und jetzt ist alles weg, mein ganzer Glanz, es hat sich ausgeglitzert.
dieser Royalsticker. Er hat auf dem Goomba geklebt und so seine Kraft auf ihn abgestrahlt. Ich frage mich nur, ob er durch Zufall da hingelangt ist oder ob ihm jemand mit Absicht da draufgeklebt hat. Nicht, dass das wirklich wichtig wäre. Du hast ja jetzt selbst gesehen. Royalsticker verfügen über ungeahnte Kräfte. Wenn also ein anderer von ihnen auf einen anderen Gegner klebt, wird er genauso verglitzert wie dieser hier. Das wäre eine Klebastrophe. Mir wurde vor Aufregung gerade selbst etwas glitzerig vor Augen. Aber egal, lass uns erst einmal den Royalsticker hier aufs Album kleben. Oh ja, wir wollen uns den Sticker aufs Album kleben. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was ist. Mario, du vergisst gerade etwas total Wichtiges. Was ist denn mit dem Royalsticker? Los jetzt! Ja, ist ja gut. Gut, dann nehmen wir den halt. Flutsch! Royalsticker erhalten. Und warum sehen die alle gleich aus? Sind das denn alles Kronen? Oh! Ein Sticker kam einst vom Himmel daher. Da freuten sich einige Goomba gar sehr. 16 flache Sticker kämpften als einer. Dann spalteten sie sich und übrig blieb keiner. Eine neue Seite wurde hinzugefügt. Wie herzallerliebst. Oh, dankeschön. Wir haben mehr Platz für Sticker. Speichervorgang, bitte das System. Lege eine Pause ein. Oh ja, nach dem Kampf könnte eine Pause wirklich angemessen sein. Aber wir haben noch ein wenig Zeit, deswegen gehen wir zurück nach Stickershofen erstmal. Wir hätten dort hinten alles, glaube ich, abgeschlossen, weitestgehend. Kann natürlich sein, dass das ein oder andere Geheimnis noch dort auf sich warten lässt. So, erstmal heilen wieder. Puh, und dann die übrigen Sticker, die wir noch behalten haben, kurz in die Stickergalerie bringen. Dafür nehme ich euch jetzt einfach mal mit. So, sag ich einfach mal. Zack. Sollten ja nicht allzu viele sein, aber den Color-Glitzersprung, den möchte ich schon gerne in unsere Galerie erstmal pappen. Bevor ich den aus Versehen noch verkaufe oder sonst irgendwas gar Dummes anstelle. So, zwei Türen leuchten, sollte also schnell gegessen sein. Was haben wir denn hier? Ah, erstmal der Colorsprung. So, und natürlich, wenn ich mich jetzt verguckt hätte und das nicht der Colorsprung wäre, würde sich der Colorsprung in die ewigen Tiefen verdünnisieren und dann würde ich mir so in den Arsch beißen. Aber sollte schon passen. Sah zumindest ziemlich colorig aus. Gut. Achso, ja, genau. Wir können ja nochmal lesen kurz. Angriffskraft 3. Trefferzone, Boden, Boden, Nähe, Luft. Kurzinfo, richtig starke und elegante Sprungattacke, leider immer noch nicht stark genug für stachelige Gegner. Bitte was? Okay, dann eben nicht. Wer braucht das schon? Ich mein, gegen stachelige Gegner haben wir bisher eh kaum gekämpft. Oh, ich hasse stachelige Gegner. Zack. So. Kurz dann nochmal in die Tür rein. Welcher Sticker könnte denn hier irgendwo hinpassen? Ah, dieser. Gut. Dann nochmal papierisieren. Dann wollen wir auch den Glitzer-Wurfhammer da drauf kleben. War doch der Wurfhammer, oder? Zack. Zack. Ah ja, genau. Hier ist er. Und ab dafür. Zack. Und dann hätten wir das hier auch schon erledigt. Und dann können wir uns in der Stadt noch ein wenig umschauen. Und vielleicht auch wieder neue Sticker kaufen, wobei wir die ja in den nächsten Leveln auch schnell erhalten sollten. Aber ich möchte auch mal gucken, wie viel dieser Blattsticker uns an Geld geben würde, wobei Geldsorgen haben wir nicht wirklich, ne? Nee. Nicht wirklich, aber ich möchte mal auf dem Schwarzmarkt gucken, beziehungsweise an der einen Stelle, an dem der Toad uns mal einen Sticker verkauft hat, vielleicht hat er ja neue Ware. Bla bla bla. So. Und dann können wir uns hier nochmal direkt ein paar Sticker mitnehmen. Das soll ja kurz noch machbar sein von der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Locker, locker, flockig. Und dann können wir uns auch in die nächste Welt begeben. Glaube ich, hoffe ich. Will ich meinen. So, oh, da hinten haben wir erstmal wieder
ganz viele Sticker und der Platz ist schon weiter aufgebaut, wie ich sehe. Da können wir auch hier gleich mal mit dem Toad sprechen. Vielleicht erfahren wir irgendetwas Neues. Zack. Immer her damit. Davon kann ich nie genug haben. Einmal kurz hier hoch. Da hinten ist nämlich auch nochmal eine Eisblume. Flatsch. Und ab. Immer her damit. So, was sagst du denn? Vielleicht von diesem Aussichtspunkt. Nein. Immer noch nichts übrig. Was? Na, okay. Was sagt ihr noch? Das Stickerfest, das war nur ein Traum, den du wohl besser schnell vergisst. Ach komm, am Ende vom Spiel werden wir vielleicht nochmal ein Stickerfest haben können. Ist hier ein gelber Toad? Ein gelber! Hey du, Mario, ich hoffe, du findest das jetzt nicht komisch, aber ich habe ein paar tolle Fahnen auf dem Festgelände aufgehängt, um deine Taten zu würdigen. Jede Fahne steht für eine deiner vielen beeindruckenden Taten, die ich aufgezeichnet habe. So kannst du nachverfolgen, wie weit du gekommen bist. Insgesamt sind 8 Fahnen. Lass uns den Platz mit richtig viel Pomp dekorieren. Was meinst du? Du musst uns dabei helfen, aus diesem Revival das Bestmögliche rauszuholen. Revival. So. Finde alle KP Plus. Momentan 12%. Okay. Sammel alle Stickertypen der Welt. Momentan 21. Oha. Der ganzen Welt. Lass alle Geheimtüren erscheinen. Momentan 0. Ja, Geheimtüren würde ich ja gerne. Weiß ich aber nicht, wie das geht. Sammel alle Kometenteile. 15%. Gib 10.000 Münzen aus. Bis jetzt ausgegeben 259. Aber da hätten die auch ein Prozent machen können. 500 Kämpfe mit Perfekt, momentan 30. Oh. 1000 Angriffe mit Excellent, momentan 76. Knack 50 Mal den Stickerrad-Jackpot. Ja, danke. Bei meinem Glück. Gut. Wie gesagt, da hat sich auf jeden Fall schon einiges getan. Hat sich gelohnt, hier mal vorbeizuschneien. Gut, hier ist wahrscheinlich nichts Neues, aber den Sticker hier, den nehmen wir uns noch mit. Zack. Dankeschön. Und ab dafür. So, nochmal kurz ein Blick auf die Uhr. Ja. So langsam neigt sich der Part auch gegen Ende. Aber hier, wie gesagt, in den Schwarzmarkt wollte ich schon gern nochmal. Okay, war nur einmalig. Also wieder ab dafür. So, die nehmen uns auch noch mit. Einfach, weil wir ja genug Platz dafür momentan haben. Und dann wollen wir nochmal gucken, das war das Haus hier, oder? Ob der Toad etwas Neues geschrieben hat von seiner Reise. Lesen. Mein lieber Freund, meine Reise ist voller Gefahren. Erst kürzlich wurde ich von einem... Nee. Da steht immer noch das Gleiche wie von damals. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder zur Hauptstadt und dann beende ich den Part. Und dann wollen wir uns im nächsten Part einer neuen Welt widmen. Warst du schon immer hier? Hör mal, wenn du im roten Haus neben dem Stickerladen die Treppen runtergehst, kannst du ein Geräusch hören, als ob Sticker aufgeklebt würden. Einfach nur gruselig. Boah. Ja, nur das waren wir. Hä, ja, was ist mit dir? Noch eine starke Windwarnung. Erneut extrem starke Winde in der Vorhersage für den Flora-Garten. Nachdem die Winde kurzzeitig ausgesetzt haben, wehen sie erneut und ebenso stark wie zuvor. Die Frage ist, warum? Warum nur? Oh, dann sollten wir uns vielleicht nochmal den Flora-Garten begeben. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. An dieser Stelle beende ich den Part erstmal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir irgendwas anderes machen, was gerade halt so ansteht. Also, bis dann. Ciao.